Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Parhain. Ja, es machen uns jetzt auf den Weg nochmal zum Brenier. In der Hoffnung, dass er uns jetzt endlich sein Teil zur Geschichte zur. Das habe ich schon gemacht. Zum Irrtum erzählt. Da habe ich nur noch drei Völker vor mir. Beziehungsweise ich dann vielleicht auch was kriege, wie vom wie hieß er? Von dem Fenriers. Schwusti? Nee. Wie hieß der? Keine Ahnung, ihr wisst, wen ich meine. Der hat doch irgend so einen komischen Namen. Ich hab's schon vergessen. Das war eigentlich nur 2 Folgen her, aber egal. So, Brenier. Ja, grüß dich, Mann. Deine Gegenwart hier muss bedeuten, dass die Arbeit erledigt ist. Ja, hat perfekt gepasst. Huh, ich hoffe, du siehst jetzt die Weisheit der Berge. Manch Probleme sind größer als wir selbst. Manche einen uns sogar. Das klingt da wie? In der Tat. Du willst doch von mir wissen, was die Rolle der Kariblins während dieser gefährlichen Zeit war, oder? Ja, oder alles andere, das dir in den Sinn kommt. Es war das, was du und dieser Tamba heute getan habt. Alle auf der Insel zusammenbringen, um mein Problem anzupacken. Aha, also das klingt ziemlich einleuchtend. Nicht, wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, über deinen eigenen Stamm nachzudenken, junge Hu. Es erforderte Mut und Selbstlosigkeit. Und jetzt zieh los und rette dein Volk. Du befindest dich auf dem richtigen Weg. Hüte dich aber davor, anderen in die Quere zu kommen. Glaube an dich selbst und an all das. Ja, ich werde es probieren. Versuchen. Whatever. Das war's. Die Kariblins brachten einen vereinten Rat zusammen und baten alle darum, sich auf ihre Stärken zu konzentrieren. Hätte ich jetzt eine Webcam, würdet ihr jetzt meinen doofen, verwirrten Blick sehen. Das war's? Ja, wir haben den Rat zusammengebracht damals. Ui. Erkunde die Höhle des Krokerweih-Rituals. Gehen wir mal dorthin. Was soll schon passieren? Außer dass uns die Krocker volle Bude aufs Maul hauen. Sich da nichts. Muss ich da bestimmt auch in den. Ich muss immer hier rüber. Muss ich da bestimmt auch in den Krockerdorf. Und wahrscheinlich die Prüfung des Kriegers muss ich wahrscheinlich mit ihm prügeln. Habe ich gar keine Chance. Was könnte ich denn eigentlich hier? Jäger-Armschützer-Idee. Aber ich habe doch Schützer. Ja, ich habe die Bergelit-Armschützer schon. Und ich glaube, das ist die stärkste Rüstung überhaupt. Nur 4 Amphiskus-Kugeln, ey. Dann habe ich aber immer noch die komplette Bergelit. Rüstungsset. Also das komplette Berglied Rüstungsset. Muss ich, glaube ich, danach immer noch einen Teil holen. Kunde die Höhle? So eine Frage. Ist das die Höhle? Nö. Kunde die Höhle. Da ist eine Höhle, aber ich glaube, es ist eher so ein Durchgangsding, ja. Ja, jo.
Grüß dich. Ja, da oben. Da! Gott, wie komme ich denn jetzt hier runter? So. Sollte hoffentlich die Rüstschale sein. Tja, ist er dumm, der hat selber das Fass angegriffen. Na, kommt ruhig alle mal her. Na, kommt. Kommt. Seid ihr dort wirklich stuck? Aua. Das war jetzt eigentlich nicht so beabsichtigt. Ich wollte eigentlich was fordern. Na kommt. Übelst stuck die Viecher. Und übelst laut. So, habe ich da eigentlich easy gelöst. Hui. Ha. Jetzt ordentlich Pfeile, du. Alter, was ich ja alles krieg. Ist ja der Wahnsinn. So, das kann ich schon mit einem Fass machen. Zack. Muss ich hier oben lang? Auf alle Fälle ziemlich viele scharfe Pfeile. Was sind da noch mehr? Digga, was ist hier los? Scheiße. Das hat nicht gereicht. Aua. Hab ich echt erwischt. Na komm. Komm. Arschen. Komm, Juri.
Gott sei Dank hab ich eine neue Nahkampfwaffe. Das wäre das hier gar nicht so einfach. Gar nicht so easy. Drei Pfeile bloß gebraucht. Das ist krass. So, die Fässer nehme ich natürlich gerne alle mit. Hat er nicht gedroppt? Krass. Pfeile kriegt man ja. Blutbeeren. Das müssen die Blutbeeren sein. Was für eine merkwürdige Pflanze. Sie war noch nie im Tageslicht ausgesetzt und dennoch sind die Früchte so reif. Ich sollte sie zum Oberschaman bringen. Ach so. Das war schon die Höhle. Jo. It seems so out. Finde den Oberschaman. Vielleicht ist es eine Mission, wo ich halt nee, friedlich mit ihnen sein muss, mit dem Volk. Beziehungsweise vielleicht habe ich mich ja dadurch, dass ich ja gegen die gekämpft habe, mich ja halt als würdig erwiesen. Hoffe ich mal. Der wird bestimmt in einem Dorf sein, der Schamane. Ich glaube nicht, dass der irgendwo alleine hockt. Das wäre auf alle Fälle cool. Aber ich glaube es nicht. Warum schon am meisten Teil des Sumpfwaldes? Unter einem Baumstamm. Am schmalsten Teil des Sumpfwaldes. Ah ne, stimmt, der wohnt hier in dem Turm. Dieser Turm scheint verlassen zu sein. Ob sich Nord wirklich sicher ist, wo sich diese alte Krocke aufhält? Schauen wir mal gucken, ne? Oh, oh. Alarm! Das war dumm. In zwei Krokerkämpfen habe ich jetzt eigentlich keine Lust. Und das habe ich gerade eingesetzt gegen die Kroker. Mein Gürtel. Der hätte mir bestimmt gut geholfen. Naja. Wir können ruhig weiterziehen.
oder? Überwältigt mich einfach nicht. Es geht auch. So. Ich habe jetzt so viele Pfeile geschenkt gekriegt. Das fängt mir im Fall auch nicht mehr drauf an. Ich feuert aber schon. Das heißt, bitte nicht, du greifst mich an. Nee. Oh, Alter, ich dachte gerade, ey. Du musst zu sein. Spüre einen aufstrebenden Krieger. Danke. Wie hast. Ich weiß, warum du hier bist, junger Mensch. Der Weg, der vor dir liegt, wird deine Fähigkeiten als Krieger auf die Probe stellen. Dann bleibt nur wohl keine Wahl. Ich muss alles wissen, was man über den Irr. Ich weiß, nach welchem Wissen du suchst. Und ich kann schon fast sehen, wie man an dieses Wissen kommen kann. Du wirst mir aber dabei helfen müssen, es noch deutlicher zu sehen. Du solltest nach dem Finsterbeast suchen, denn das Auge des Finsterbeasts sieht am besten. Na, jetzt geht's wieder los, du. Das Finsterbeast, das klingt ja heiter. Mhm. Ist es aber nicht. Ich trage auf deiner Karte ein, wo du es finden kannst. Mit diesem Köder kannst du das Biest herbeilocken. Bring mir das Auge, dann werden wir uns beeilen, deine Antworten zu finden. Ich dachte, ich habe meine Prüfung schon vollendet. Finsterbeast. Klingt ja nett. Leckt mich. Fuck you. Schreib mich doch mal nicht dauernd so an wie irgendwelche kleinen Kinder. Ach Jörg, das Finsterbeast. Du bist schon gerade so weit. Oh shit, Digga. Gar kein Bock. Das sollte reichen und jetzt warte ich auf das Finsterbeast. Okay. Interesting. Digga, wie viel Leben hat der? Nee, ihr mischt euch jetzt nicht ein. Okay, ihr mischt euch doch ein. Aber im positiven Sinne. Ihr habt das gesehen, ich habe das Ganze alleine besiegt. Geht, es leuchtet und pulsiert immer noch. Ah. Schnauze. Also,
Pfeil, guck mal. Oh ja, es geht auch. So, jetzt kommt er nicht mehr an mich ran. Jo, Juri, dein Auge. Mach mal kein Auge. Schnell, Mensch, gib mir das Auge, bevor es seinen Puls verliert. Ich kann es sehen, du suchst nach der hochwichtigen Kleiderkruppknochennadel. Bitte was? Eine Nadel? Ja, genau, das denke ich mir auch gerade. Hör mal, ich bin Schamane, nicht dein Therapeut. Juhu, Digga, nicht leise aggressiv. Du wirst die Zusammenhänge später noch herstellen. Die Kleiderkruppknochennadel ist im Besitz des Krocker Hauptdorfhäuptlings. Da diese für sie schon immer sehr wichtig gewesen ist, wirst du nicht ganz einfach an sie herankommen. Der Häuptling muss weg, keine Frage. Du, der aufstrebende Krieger, wirst sie zum Kampf herausfordern. Da du aber so schwach bist, solltest du das hier dringend in Betracht ziehen. Vergiftete Fleischplatte. Die Zutaten findest du unten, falls du meinen Unterschlupf nicht bereits geplündert hast. Viele unterschätzen deine Fähigkeiten ruhig, aber sehe einen starken Krieger an dir. Sie sollten sich vor dir hüten. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen. Ich muss in Frieden meditieren. Ich dachte gerade wirklich, ich muss sagen, gegen den Häuptling im 1 gegen 1 kämpfen. Ey. Verpisst euch! Anura-Pilz, Aubergine, Alpha-Pfandfleisch. Oh, brauche schon noch voll viel Zeug dafür. Als ob der mich hier durch... So ein Blödsinn. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir Schluss mit dieser Folge von Pine. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt am Videos, einfach auf den Abo-Knopf drücken, kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao.